Hallo Leute und herzlich willkommen zum dieswöchigen Z-Log. Ich habe heute den Tobias. dabei und ja, er spricht etwas lauter, aber das ist ja nicht schlimm. Und wir werden uns gleich einem kleinen Thema widmen. Ich werde davor kurz sagen, was ich die Woche über gespielt habe, und zwar relativ viel, denn ich war mit Bronchitis zu Hause. Man hört es gleich an meiner Stimme noch. Ich bin ein bisschen kratzig noch in der Stimme, deswegen habe ich auch nicht viel aufgenommen. Das wird heute eine Ausnahme sein. Und ich habe sehr, sehr viel Rogue Galaxy gespielt. Ich habe etwas durchgespielt, zu dem noch ein Video kommt, was ich nicht erwähnen möchte. Das erwähne ich dann eigentlich egal. Ein Paradoxon, mein Freund. Ganz genau. Und ich habe Skyrim gespielt, mal so ein bisschen mich in diese Welt rein. Und ich bin kein Fan der Elder Scrolls-Reihe. Aber ich finde es trotzdem ganz gut. Ich spiele es aber allerdings Third Person, weil in der Ego-Perspektive irgendwann schlecht. Und es ist solide. Es ist solide, es ist nicht so überragend, wie es dargestellt wird. Okay. Ich habe ein, zwei Sachen ausprobiert. Da jetzt ins Detail zu gehen wäre doof. The Wilder Story habe ich weitergespielt, was ich unglaublich geil finde, ein Metroidvania-Spiel, ähnlich Rogue Galaxy, aber mit Story. Und ich habe es dir ja vorhin kurz gezeigt, das mit dem Schild, wo du reingekommen bist. Ja. Das sieht wirklich super aus und macht Spaß. Und ist brachial schwer an manchen Stellen. Kann ich auch Und bestätigen. ganz, ganz viel Bravely Default habe ich weitergespielt. Und ich will nicht weiter von dem Spiel schwärmen, das werde ich in meinem Review noch genug tun. Ich glaube, das wird eins der hochbewertetsten Spiele, die ich je dabei hatte. Gut. Und wir müssen dazu sagen, wir waren heute zweimal im Kino. Einmal zu All is Lost. Das Last, also Robert Redford, ein Film von Robert Redford mit Robert Redford, gemacht von Robert Redford. Es gibt einen hohen Anteil von Robert Redford in diesem Robert Redford-Film. Gäbe es ihn zweimal, wäre auch der Kameramann gewesen. Vermutlich, vielleicht war das so, man kann es nicht mehr ausschließen, diesen Film. Jedenfalls hat Robert Redford geklont für diesen Robert Redford-Film. Aber wer Redford kennt, muss man sagen, auf hohem Niveau der Film. Trotz allem. Es ist ein Segelfilm. Sagen wir Ja. es jetzt einfach mal platt, wie es ist. Überlebensdrama zu Ende, ja. Überlebensdrama auf hoher See. Und es ist ein Film für Leute, die keine Dialoge mögen. Nee, er ist sehr ruhig, Das auf jeden klingt jetzt Fall. böse. Nein, also er redet fast nicht. Und das muss er ja auch nicht, weil er ist allein auf hoher See. Auf einem Schiff, das am Anfang ein Leck geschlagen hat bei einem vorbeischwimmenden Container. Und der will das repariert. Und es ist ein Film, der sehr viel nautisches Wissen eigentlich erfordert. Das heißt, nicht mal so viel dann zwischen aus, ganz einfach so, Damit wenn man da. man die Handlung nachvollziehen kann. Genau. Also, wenn man einfach reingeht als Laie und zum Beispiel nicht weiß, weshalb man einen Zusatzsegel setzt, beziehungsweise was ein Treibanker ist. Oder ja, wie Epoxid da funktioniert teilweise, dann steht man stellenweise da. Oder auch so allgemeine Sachen über die Rettungsinsel, so kleine Feinheiten, die man eben als Seemann oder Interessierter an der Seefahrt eigentlich weiß, werden gar nicht erklärt. Was eigentlich die Stärke von dem Film ist. Ja, das sage ich ja auch. Aber ich musste halt Tobias ziemlich oft fragen. Ein paar Sachen konnte ich mir ja erklären. Ich habe bloß zur Sicherheit nachgefragt. Zum Beispiel das Epoxidharz wusste ich einfach bloß nicht, wie man das ausspricht. Da wusste ich, was es ist, aber ich war Ja, mir nicht so also im Grunde sicher. ein besserer Und Kleber. ja, klar. Und so weiter. Und ich habe halt viel nachgefragt. Tobias und ich haben uns bemüht, leise zu sein. Die beiden hinter uns nicht. Der Mann war so laut, man hat im ganzen Kino gehört. Und der hatte jetzt nicht so eine intelligente Art zu erklären wie mein Kompagnon hier. Aber es ist eine andere Sache. Und wir waren in der Medikus. Und der Medikus hat uns auf unser Thema gebracht, nämlich Buchverfilmungen. Ja, ein großes Special dazu. Macht euch was gefasst. Wir haben hier ein paar Highlights und Downlights. Ach, Downlights. so Super manchmal schönes so Wort. Downlights. Super schönes Wort. Wir können nicht zu allem was sagen, wir haben sie einfach bloß mit aufgeschrieben teilweise. Wir werden aber versuchen, das relativ zusammenzufassen. Ich hoffe, wir schweifen nicht zu sehr und schwafen nicht zu sehr. Also wir haben drei große Und Gruppen, die im guten Verfilmungen, die im mäßigen, davon sind es einige, und die ziemlich schlechten, wovon es auch einige gibt. Und wir haben so ein paar Grenzfälle, die zwischen den Sachen stehen. genau. Ich würde bloß kurz gerne einfach über den Medikus, wir wollen nicht viel spoilern, ich will ihn auch nochmal mit einem Freund sehen und ich habe auch kein Problem damit, ihn mir nochmal anzugucken, denn als Film ist er durchaus unterhaltsam. Das auf jeden Fall. Super gespielt. Schöne Kulissen auch erstmal. Also, Unglaublich schöne Kulissen. Also ganz ehrlich, zusammen mit Game of Thrones die besten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also Isfahan haben sie klasse angekriegt. Also Isfahan ist diese persische Stadt, in der er spielt. Und von den Kulissen her atemberaubend klasse. Also allein Ja. schon deshalb lohnt sich das, ganz ehrlich. Der Soundtrack gut, Superb. wirklich, wirklich, richtig gut. Das war allerdings auch bei OS Lost Spitze. Der Soundtrack war Definitiv. genial. Und man muss einfach sagen, ich habe bisher keinen Film gesehen, der so unglaublich weit am Buch vorbeigeschossen ist und trotzdem Spaß macht. Ja, also muss ich ehrlich sagen, der Medikus hat den Titel, ein paar Plätze und auch die Figurennamen gemeint, das war es aber auch. Also es ist meiner Meinung nach keine Buchverfilmung. Es ist ein guter Film, verstehe mich nicht falsch, aber es hat mit dem Buch nicht mehr viel zu tun. Ich habe die ersten 200 Seiten vom Buch bisher gelesen, weil ich leider die Woche nicht mich aufs Lesen konzentrieren konnte. Gar nicht. Und ich war am Anfang, es war ein Schlag ins Gesicht.
Also die ersten Szenen waren ein Schlag ins Gesicht, das hat einem dann aber relativ schnell gefallen, sobald eine gewisse Person aufgetaucht ist. Ja, den Barder allen Der voran. Bade, ja. Aber mehr wollen wir nicht Wobei, der war sagen. recht weggetreu, muss man Ja, erwähnen. der war recht wertgetreu. Wir wollen aber, wie gesagt, nicht weiter ausholen. Ich würde sagen, wenn ihr auf DVD draus ist, würde ich nochmal ein ganzes Special zu machen wollen mit dir. Weil da haben wir beide das Buch Sehr gerne. komplett gelesen und dann können wir den Film nochmal zusammen angucken und analysiert diesmal, weil diesmal war es ja nur grob analysiert, wie wir beide halt so sind. Und viele schlechte Witze gemacht Oh Gott, in der zwischendurch. Tat, in der Tat. Und deswegen. Ach, übrigens, wegen M. Aulis Last noch so eine kleine Sache. Also, es ist eben kein Film für jedermann. Muss man auf Ja, jeden Fall erwähnen, der ist sehr speziell. das ist genau wie mit Inside Llewyn Davis. Aber Inside Llewyn Davis kann man sich noch eher angucken, wenn man auf Folkmusik steht hier. Oder im Thelonious Planet, das ist ein vergleichbarer Film. Das ist wirklich nur was für ganz ruhige Momente. Ja. Was aber im Film wirklich sehr gut auffiel, die Kamerafahrten. Also, die Kamerarbeit in Aulis Last ist erstklassig. Da kann man wirklich lernen, wie man es Ja, macht. eindeutig, der ist, was das angeht, spitze. Und ich habe noch nie so ein Ende gesehen, wo ich überlegt habe, wie es gemeint ist. Also nicht in der Art, weil man kann es sehr zweideutig sehen, das Ende. Wer den sich anguckt, was übrigens nur in kleinen Indie-Kinos möglich sein dürfte, Ja, wir waren im Passagekino, also in das wird auch Leipzig, niemand kennen. das ist halt wirklich das für Kleinkunstfilme und so weiter. Ja, also wenn ihr in einer großen Stadt seid, habt ihr die Chance, das zu sehen, ansonsten vermutlich nicht. Aber so sei es erstmal dahingestellt. Ist trotzdem ein guter Film, aber sehr speziell. Ich kann ihn halt nicht guten Gewissens einfach frei empfehlen, aber es ist ein starker Film mit einem super Soundtrack Ja, das ist ein Filmexperiment vor und allen Dingen auch, kann man sagen. Filmexperiment, ja. Und ja, es ist gut, es geht in Richtung Kunstfilm. Das mögen die meisten nicht. Erfordert Fachwissen vorneweg, also zumindest ein Genau. bisschen was. Oder ihr müsst sowas wie einen Tobias dabei haben. So eine Allzwecklösung. Ich habe hier übrigens. Ich habe kein Lexikon. Okay, ich habe doch ein Lexikon, aber ich habe kein Lexikon, ich habe einen Tobias. Ganz einfache Geschichte, das ist besser. Korrekt. Alles klar. Gut. Fangen wir mal mit unserem Thema an. Ich würde sagen, wir springen einfach ein bisschen durch die Kategorien. Okay, wir haben uns sogar auch einen kleinen Quiz vorbereitet. Fangen wir mal mit, sagen wir mal, den großen Fantasy-Reihen an. Und zwar diese drei hier. Ja, Großfantasy-Reihen. Also ich möchte es einfach erwähnen, viele werden jetzt sagen, Buchverfilmungen. Ja, Herr der Ringe, das sind so die Filme schlechthin. Ich schiebe meine unglaubliche Buchwelt vor sich her, übrigens auch wie das Buch. Und gut, das Buch kann man lange weit streiten, auf jeden Fall ein Klassiker, aber die Herr der Ringe-Filme fanden wir beide, also sowohl Max als auch ich, bestenfalls so im unteren Drittel des positiven Bereiches, ganz ehrlich. Also die Ja, fanden also wir. sie sind gut, aber jetzt nicht überragend. Und Ne. ich muss dazu sagen, gut auch nur der Director's Cut. Ich bin großer Kritiker des ersten Teils, weil ich das erste Buch, also das erste Buch muss ich echt sagen, ist eins meiner Lieblingsbücher. Ich vergötter das wirklich, weil ich diese Welt, wie sie dort erklärt wird, weil er sich da sehr viel Zeit nimmt, die Welt zu erklären. Das ist Fandest du einfach. sterbenslangweilig? Das weiß ich. Ja, nee, also nicht mal das, ist eben durch Sache, wie ich schon mal das Max auch erwähnt habe. Ja. Also Tolkien, sollte man nicht vergessen, ist eben kein Schriftsteller, es ist ein Ja, Weltenbauer gewesen. genau. Darum. Also der kann nicht scheiden, Mann. Kann mir keiner Ja. erzählen. Es ist einfach interessant, ihnen diese Welt zu folgen. Das ist auch der Genau. Reiz der Reihe. Und das geht in Teil 1, das Film schon völlig verloren, das kann ich gut verstehen. Genau, und das fand ich halt im Buch schön. Du hast halt, was da, ich erinnere mich an dein Zitat, oh, ich wünschte mir, das wäre endlich mal vor alle gegangen. Und ich fand es halt gerade schön, dass er sich Zeit gelassen hat. Okay, und das selbst damals in einem Alter, wo man ja eigentlich relativ ungeduldig ist. Und deswegen, aber da sagen wir, und die Filme sind sehr mäßig. Der erste ist der schlechteste von den Filmen, auch im Director's Cut noch, weil er so viel weggelassen hat und eine falsche Stimmung miteinander aufgebaut hat. Naja, Die Spoiler ausführlich. anderen glänzen aber dafür durch einen schönen, subtilen Humor. Und sehr schön, also es ist teilweise schon, an manchen Stellen habe ich das Gefühl, es ist eine Buddy-Komödie, Gimli und Gimli, Legolas. nee, das, ja. Gegolas und Limli. Furchtbar. Ja, Kinder. Ja, Kinder, ganz klar. Harry Potter, mal um das abzuschließen, sagen wir jetzt einfach mal gleich das nächste. Alle, die die Bücher gelesen haben, werden mir zustimmen. Die Filme sind nicht perfekt. Sie sind als Filmuniversum, als Filmreihe völlig solide. Die ersten beiden sind schöne Kinderfilme, auch wenn die von vielen Fans kritisiert werden, das weiß ich. Meiner Meinung nach war es der bessere Dumbledore. Aber es ist eine andere Geschichte. Den konnten sie nicht behalten, weil Leichen spielen lassen ist ein bisschen schwierig. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja, sieh der Kassel. Also, okay, es gibt Beispiele, wo es funktioniert. Nein, tut sie eben nicht. Also, ich meine, wo die noch spielt. Ah, Also. ja, ach ja, stimmt ja. Kassel. Richtig. Zum Beispiel. Ah, das ist Der hat übrigens gut. auch echt noch Rollen, ja, mit Tritt auf. Ja, ich weiß, leider. Und, Hat er noch Fans? Nee, egal. ja, leider. Und, ich muss einfach sagen, Sind die ich. nekrophil?
Ich glaube schon. Okay. Ich finde die letzten beiden Filme besser, die erklären das teilweise besser als das Buch meiner Meinung nach, was eine Schande an sich sein sollte. Aber das ist Geschmackssache. Muss ich so sagen, dass die gute Joanne K. Rowling nachher, also noch vor ihrem siebten Teil, unter unglaublichem Druck stand. Also alle sagten, die Ja. wollten irgendwas in dem Buch drin haben. Ja. Und Rowling hat nicht gesagt, nee, ich mache jetzt mein Buch so zu Ende, wie ich es haben möchte, sondern hat sich dann doch schon ganz schön nach der, ja, sag ich mal, Richtung orientiert, die jetzt die Leute von ihr erwartet haben. Genau. Was Aber man da so schon eigentlich möchte vorgenommen hätte. ich echt eine Freundin von mir mal zu einladen und noch ein paar andere Leute, die ich kenne. Ich finde, da könntest du auch mit bei sein, der das ja nicht so gut kennt, aber der schön analysieren kann. Dass ich einfach mal eine große Gruppe bei haben. Ich glaube, dafür brauche ich irgendwie ein zweites Mikro. und das mal wirklich analytisch angehen, die Harry Potter-Reihe. Das gleiche will ich auch mit Herr der Ringe machen. Darf ich hier schön Zitat einfügen? Ich wäre für eine Glock bei den ganzen Kampfszenen. Ja, du wie hast es für Knarren bei Harry Potter. Gott, hier scheiß Schauspieler. Naja. Ja, dritte große, relativ große Fantasy-Reihe, sagen wir es jetzt mal, die Tribute von Panem. Ist Science Fiction, ja, eigentlich, aber. Ja, also es gibt eigentlich keinen fancy Aspekt darin. Ja. Ist eigentlich Science Fiction, ja, klar, Ist noch wollte ich halt. modern, muss man ehrlich sagen, aber Tribute von Panem, das ist auch so ein schönes Beispiel dafür. Als Verfilmung sind die echt super. Also, sie sind sehr dicht an den Büchern dran, die Filme, die wir Ja. bisher gesehen haben. Also, das sind die ersten beiden Teile draußen. Aber, jetzt, ich kann es dir ja sagen, die Tribute von Panem-Reihe hat eben die Schwierigkeit, dass die Bücher von Teil zu Teil schwächer werden. Also, Teil 2 liegt deutlich unter dem ersten Teil und Teil 3 ist, Leute, ganz ehrlich, eine Katastrophe. Tut mir leid, kann man auch nicht schönreden. Ja, und die Panem-Filme machen das genau nach. Das ist eben das Schlimme daran, die sind an der Vorlage dicht dran, das kann man ihnen nicht ankreiden, aber die Vorlage gibt ihm nicht mehr her. Das ist eben auch eine große Schwierigkeit, die teilweise viele Romanfilme haben. So, jetzt letzte große Fernsehreihe. Wir werden nicht viel Worte darüber verlieren, weil ich habe mir nichts davon angeguckt, ich habe es mir nicht durchgelesen und man kann genug diskutieren. Es gibt so viele, die es vergönnen, es gibt so viele Schätzungen, die machen Twilight. Ja, da muss ich was zu sagen. Also, ich habe Twilight sowohl einige Filme gesehen durch die Freunde meiner Freunde. Und den ersten Band hier habe ich mal überflogen, weil der damals angesagt war. Ja. Also, eine Kollegin von mir hat das mal sehr gut zusammengefasst. Also, wenn Hausfrauen Vampirromane schreiben, dann kommt sowas bei raus. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Oh nein, glaub mir, wenn Hausfrauen Vampirromane schreiben, kommt sowas raus, wie eine Bekannte von mir vor kurzem lesen musste, wo eine Hexe mit einem Vampir zusammen ist, der irgendwie von jedem Tier was hat und sie machen zusammen Yoga, weil die Hexe verletzt ist, darf sie 2 Wochen kein Yoga machen. Deswegen besser als Twilight trotzdem noch, gut, ganz ehrlich. Das ist die Frage, glaub mir. Ich kann treffen, ich kann sie mal fragen, dass sie dir das erklärt und wie das heißt. Es klingt furchtbar als Twilight, und das sage ich ja offiziell. Also ganz ehrlich, es gab Öko-Vampire, die wirklich nur Tiere legen oder wie es war, oder jedenfalls auch irgendwie so das biologisch erlernt. Ich habe es nicht im ganzen Kopf. Vampire brennen auch nicht mehr irgendwie, die werden ins Glitzern gestoßen, wenn die Sonne nicht kommen. Also viele seltsame Sachen. Und die Bösen, sagen wir mal, eben auch so, die sind auch furchtbar schwache. Die bringen es eben auch nicht fertig, einfach mal ein Kind umzubringen, wie böse irgendwie zu machen. Das ist echt furchtbar, ganz ehrlich. Und meine doofe Frage, was ist daran so schwierig, mein Kind abzumurksen? Also Leute, mit unbegrenzter Macht. Nicht, dass ich Genau. es gutheißen würde, ich meine, wenn man die Möglichkeit hat. Genau. Ach. Und da weigern wir uns einfach mal, das irgendwie einzustufen, weil Es ist einfach. wir finden es einfach nicht gut. Und ich kann es auch sagen, ohne es gesehen zu haben. Ich verurteile jetzt niemanden, der es gut findet, das will ich mir nicht Ja, sagen, aber es ist das einfach mache ich nicht auch unser nicht. Fall. Deswegen lass es Genau. einfach raus. Genau. Ich will einfach, und jetzt kommen wir nämlich zu einem Negativbeispiel, ich will zu Eragon kommen. Das ist ja auch eine große Fantasy-Reihe der letzten Jahre gewesen. Fantasy, Sci-Fi insgesamt, bla, weil viele Sci-Fi reinkommen eigentlich gar nicht raus. Also die jetzt so in dieser Art erfolgreich werden. Wenig. Ja, das Mars-Projekt wäre wünschenswert gewesen, dass er Erfolg gekriegt hätte, aber das ist eine andere Geschichte. So verfilmt? Leider nicht. Achso. Würde ich mich freuen drüber. Wäre eine gute Vorlage, können wir etwas ausmachen. Also wenn sie es gut machen, wäre ich sehr froh über eine Mars-Projekt-Verfilmung. Also alle deutschen Filmemacher, Hand weg, gebt es einem, der es kann, und dann ist gut. Am besten Okay. kein Deutsch. Richtig. Von mir aus können deutsche Schauspieler mit dabei sein für die deutschen Rollen. Ja, ist okay. Und wie gesagt, ich möchte über Eragon reden. Es gab von Eragon nur einen Film, obwohl es 4 Bücher gibt. Das hat auch einen Grund. Der Film war unter aller Kanone. Ich reg mich öfter darüber auf. Ich habe schon öfter erwähnt, dass ich den Film absolut furchtbar finde. Einfach nur so ein paar Fakten. Also ich habe damals gerade das erste Buch ausgelesen gehabt, war gerade am zweiten dran und habe recherchiert, wann der dritte kommt, weil ich mich drauf gefreut habe. Und habe gesehen, hey, es kommt ein Film. Und damals war ich noch so, Buchverfilmungen sind ja was Schönes. Also, weil mir die Harry Potter-Filme mir als Kind natürlich richtig gut gefallen und so weiter, ist ja klar. Und ich habe das erste Bild aufgerufen, habe einmal ganz kurz drüber gescrollt über die restlichen, habe ausgemacht und habe gesagt, ich gehe nicht ins Kino. Es mag kleinkariert klingen, aber aus einer Figur,
die auf, wie viele Seiten sind es? Knapp 400? 400, 500 in dem Dreh? Ja, ganz Komm. ungefähr 500, ja, Ja, mit so mehr. kommt hin. Grob auf 250 Seiten. Teilweise mehrfach pro Seite. Eine Figur als schwarzhaarig bezeichnet wird. Eine blonde Schauspielerin nehmen, die blond bleibt. Und aus einer Elfen einen Menschen machen. Komplett alle Fantasy-Völker rauslassen, außer den Urgeists. Die Urgeists sind gehirnte Wesen, die hier eigentlich bloß die übrig gebliebenen Orks aus Herr der Ringe sind. Reinwerfen, die auch nicht mal eine halb so große Bedrohung darstellen wie in den Büchern. Und sämtliche gute Szenen verkloppen und nur zwei gute Schauspieler engagieren für die ganze Reihe. Entschuldigung, aber was ist bei euch schiefgelaufen? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde mir glatt nochmal Titanic eher angucken als Eragon. Und das von mir. Ganz ehrlich, ich war so dermaßen enttäuscht. Max hasst James Cameron. Ich hasse James Cameron abgrundtief. Also das kann man nicht oft genug sagen. Avatar. Da sagen wir jetzt gar nichts zu. Das auch nicht, nee, völlig Okay. verquert. Also wie gesagt, ich. Und ganz kurz, wenn man schon eine absolut bombastische Szene, selbst wenn man kaum genug Geld hat, ich hätte lieber 20 mal so viel Geld in diese eine Szene gesteckt, als den Rest das so zu verbocken. Weil diese Szene wäre, glaube ich, so gut gewesen, dass es allen Leuten egal gewesen wäre, wie schlecht der Film war. Weil. Ich habe es dir ja mal beschrieben. Es gibt eine Szene, wo durch einen Kristallbruch mit der Drache das erstmal Feuer speit. Und allein dieses Bild wäre so gut gewesen, dass es alle Fehler verziehen hätte. Erstmal, Ja. für kurze Zeit, zumindest wenn man aus dem Kino rausgeht. Aber nein, ich springe von der Schwanzspitze ab. Das ist die Alternative dafür. Und sich zudem, dadurch, dass man bestimmte Figuren rauslässt, komplett die Chance, überhaupt einen zweiten Teil zu machen, auf Vorlage, verbaut. Obwohl es ein offenes Ende ist, ist einfach hohl. Okay, ich habe mich genug aufgeregt. Absolut, absolut. Er wäre jetzt einfach als Gegengewicht eine richtig gute Verfilmung. Die gibt es Ja. nämlich auch. Suchen wir, welche nehmen wir uns? Ich würde sagen, vielleicht einfach die beste, die wir so kennen, wollte ich fast behaupten. Ich würde die als letztes Okay, gut, nehmen wir uns nehmen. auf. Ne, mach erstmal du. Dann würde ich sagen, nehmen wir eine von der eigentlich niemand weiß, dass es eine Buchverfilmung ist. Fight Club. Fight Club, ja. Also basiert auf einem Roman, gleich einem Roman von Jack Palahniuk. No. Also die manche Film von David Fincher. Buch und Film beide sehr gelungen. Es gibt Ja. auch ordentlich Abweichungen in beiden. Ja. Aber sehr lesenswert. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr Fight Club mochtet, lest auch unbedingt das Buch. Es ist Ja, ähnlich er gut. hat es mir gegeben. Ich fand den Film ja nicht so überragend wie viele. Vor allem nicht so überragend wie du. Aber er ist sehr interessant. Er ist sehr schön gespielt. Er ist Richtig interessant. Spaß. Und man kann Stunden damit zubringen, zu überlegen, welches Genre man ihn packt. Und der macht einfach Spaß. Also Fight Club Richtig. ist mega unterhaltsam. Genau. Und das Buch fand ich aber wirklich gut, weil es ist besser erklärt. Definitiv. Und man könnte wahrscheinlich auch einen ganzen Cast Fight Club machen, da könnte ich genug Leute einladen, Ohne die mir da weiteres. zustimmen würden. Und Punkt. Ja, also wenn wir jetzt anfangen, Teil zu reden. Also man darf über diesen Film am besten gar nicht reden, sonst wird man nicht Genau. fertig mit. Man kann ihn einfach zu sehr Ja. analysieren. Eins, wo, glaube ich, jeder deutsche Schüler weiß, dass es eine Buchverfilmung ist. Die Welle. Die Welle, ja, wir müssen es alle lesen, dieses tolle Mamba gegen den Faschismus. Ja, Gott nochmal. Ja. Es gibt zwei Verfilmungen, ich habe beide gesehen. Also einer kommt aus den 80ern, das ist so ein Ort im Witzens. Also es ist wirklich ein Schülerprojekt, aber es ist ein Film. Ja, also es wirkt echt total billig und es hat den Cobra-Gruß, wie wir ihn damals genannt haben. Weil es ist furchtbar wie das Buch auch. Ja, also die Welle, es war vielleicht mal gut gemeint, aber gut, es basiert jedenfalls auch auf einer realen Begebenheit letztendlich. Ja. Tatsächlich wegen der Schule. Aber ganz einfach ist einfach so platt und so vorhersehbar, dass er ihn auch schon von der ersten Seite an weiß, wie es ausgehen wird. Und das ist, glaube ich, das allgemeine Problem von Morten Rügel. Ja, allgemein. Wie gesagt, die neue Verfilmung von 2006, glaube ich, kam die raus. Mit, also war um einiges besser. Deutsche Verfilmung relativ modern gehalten, das war ganz gut. Durch Jürgen Vogel sehr Jürgen aufgegangen. Vogel macht seinen Job wirklich gut, Als aber Lehrer. er kann halt nicht gegen die schlechte Story anstinken. Das ist ähnlich wie James Franco nicht gegen Spring Breakers anstinken Der kann. Film ist nicht gut darüber, ja. Ja. Ja, also die Welle, insofern durchaus mal sehenswert, es wird auch Unterricht gezeigt, ihr werdet ihn vielleicht sogar sehen müssen, eventuell eines Tages. Ja. Aber ich kann euch sagen, er ist nicht wirklich Und toll, aber. wirklich, wenn ihr einen sehen müsst, betet drum, dass ihr den neuen sehen müsst. Der Darum, darum. alte ist echt schwach. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr euch einen Film ansehen müsst, man könnte euch schlimmer strafen. Es gibt euch nur noch die Luft nach unten. Er ist nicht super, aber es gibt noch Luft nach Ja. unten, jede Menge Luft. Würde ich sagen, gehen wir mal wieder zu einem
schwankt zwischen. Ah, nee, gehen wir jetzt einfach mal auf was komplett mittelmäßiges. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Wir hatten immer so Schwank. Genau, also ich finde es richtig mittelmäßig. Richtig mittelmäßig möchte ich die Säulen der Erde und die Tore der Welt erwähnen. Das Weißt du nur sind, von Ken Folletts Werken? genau, die sind so lang, dass sie vier Kurzfilme draus gemacht haben. Ja, nicht mal Kurzfilme, das sind auch 1,5 Stunden, glaube ich, pro Film. Also nochmal Filmlänge letztens. Also nochmal Filmlänge letztens. Genau. Als Fernsehfilm. Und dafür, dass es halt Fernsehfilm ist, dafür, dass es eine deutsch-französisch-englische Produktion, glaube ich, ist, relativ gelungen, nett gespielt. Sie haben sogar ein paar gute Schauspieler an den Mann gekriegt, was ich begrüße immer. Die haben auch den, wir haben doch zusammen Black Death geguckt. Ja. Der kleine rothaarige Mönch aus Black Death ist die Hauptfigur aus Die Säulen der Erde. Ah. Und ich finde, die haben halt charismatische Schauspieler genommen, die passen auch alle auf die Rollen, auch bei Die Tore der Welt passen alle auf die Rollen. Und wenn man bedenkt, dass es in Sat.1 lief, dafür ist das eigentlich zu gut. Gut, wie gesagt, kann man sich auf jeden Fall ansehen, sind auch relativ günstig zu haben und man hat für mehrere Tage gleich was, wenn man nicht wie ich Definitiv. die an einem Tag guckt. Ich Ja, beide. Max, Max. Ich liebe Filmmarathons, ich weiß. Das ist teilweise übel. Ein Zwischending zwischen schlecht und mittelmäßig sind die Dr. Doolittle-Filme. Die alten habe ich nicht gesehen. Ja, und ja, auch Dr. Doolittle ist eine Buchreihe, eine sehr alte, lange Buchreihe. Was Ich auch kam glaube, jemand? 12 Bücher, wenn ich mich gerade nicht täusche. Da Rosa alter Junge. würde ich mich jetzt nicht darauf festnageln, da kenne ich mich nicht aus. Und die beiden mit Eddie Murphy sind durchaus unterhaltsame Filme, die nicht mehr viel mit dem Buch zu tun haben, außer dass es ein schwarzer Arzt ist, der mit Tieren redet. Die, die danach kommen, sind absolut grausam. Also, ich habe einen davon gesehen und ich will keinen weiteren. Es gibt 5 neue Dr. Doolittle-Filme und es hat mich zum Heulen gebracht, dieser dritte schon. Ähnlich wie Ace Ventura, aber das ist keine Buchverfilmung, deswegen reden wir jetzt nicht drüber. Wirklich gute Filme nochmal. Ja. Was kaum jemand weiß, also ein Film, den viele kennen, auch viele zu Recht vergöttern. Vielleicht der beste Bruce Willis. Ja, sag ich vielleicht, es ist der beste Bruce Willis, seien wir ehrlich. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, 12 Monkeys. Ja, Terry ist laut Gilliams. dir eine Kurzgeschichte gewesen? Ganz recht, also es basiert auf einer französischen Kurzgeschichte aus den 60ern. Okay. Auf die Flughafenszene, die den Film so ausmacht, also wo er auch beginnt und endet mit, die ist auch in der Kurzgeschichte so mit drinne. Okay. Also 12 Monkeys basiert auf einer Romanvorlage. Man glaubt es kaum, was ist so. Gut, das ist schön zu wissen. 12 Monkeys wird dann auch wieder 1 Stunde lang sein. Aber wir wollen ja eigentlich bloß ein paar Sachen erwähnen, über ein paar Sachen reden, wie zum Beispiel, wenn ich mich über Eragon aufrege. Oder du darfst jetzt auch aufreden. Solaris. Ja, Solaris, Solaris. Also wenn ich einen Roman wählen müsste, würde ich fast schon Solaris für meinen Lieblingsroman wählen wollen. Sehr komplexes Werk von Stanislaw Lem, erschienen in den 60ern. Wurden später verfilmt, also einmal 72 von Andrei Tarkowski. Und dann später 2002 von Steven Soderbergh, also einmal eine sowjetische und einmal eine amerikanische Produktion. Und Lem war bei beiden Produktionen extrem unzufrieden, zu Recht. Denn Solaris ist ein sehr vielschichtiges Werk, es arbeitet auf verschiedensten Ebenen, kann unterschiedlich interpretiert werden. Und zwei der Filme werden dem Werk nicht mal ansatzweise gerecht, überhaupt nicht. Wie gesagt, also Tarkowski, ja, der kommt doch relativ nah an die Sache ran, aber da ist es ziemlich blutleer, ja, ganz ehrlich. Es ist ein russischer Film, ganz ehrlich, es zieht nicht viel mit. Und Soderbergh macht daraus irgendwie so eine Liebesschmonzette, was immer auch nicht Lems Intention war. Also beides wird den Werken keinerweise gerecht. Also Solaris ist richtig, richtig grottig, egal welche von beiden Filmen man schaut. Okay, gut, dann springe ich jetzt mal wieder. Nämlich zu einem, wo ich ein bisschen was erklären möchte. Ich habe ihn als Zwischending zwischen einem guten und einem mittelmäßigen Film gewählt. Du weißt, ob ich nicht hinaus will. Ja, das ist schwer zu erklären. Geralt Erzähl von ruhig Riva, der Hexer. Polnischer Film. Und das sagt schon alles. Sagt eine Menge aus, mein Bruder. Polnischer Film zu einem polnischen Roman. Beziehungsweise, nee, das sind noch die Kurzgeschichten, auf denen es basiert. Das war der erste Band der Kurzgeschichten, nämlich Der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und damit auch die Vorlage zu den erfolgreichen Videospielen The Witcher. Von denen bald der dritte kommt. Nächstes Jahr. Dieses Jahr, Ende dieses Jahres. Und es ist ein Film, der die Botschaft dieses Buches, die Ideologie, die hintersteckt, die hinter den Hexern hintersteckt, der diese Welt erklärt und so weiter, wo das alles gut funktioniert. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass der Film so dermaßen trashig ist, dass es wehtut. Es ist ein Trash-Fantasy-Film aus Polen. Stellt euch einfach mal Es ist so schlimm, wie es klingt. Dungeons and Dragons-Film mit
aus Polen vor. Das ist trotzdem noch zu gut. Das klingt böse, aber das ist doch nicht rassistisch gemeint, aber die haben einfach keine Kinokultur, keine große Kinokultur. Das und kein Geld. Und kein Geld, richtig. Mhm. Und das schlägt sich da halt drin wieder. Und es ist trotzdem ein gelungener Film in Bezug auf Buchverfilmung, den man sich auf jeden Fall mal angucken kann, wenn man die Spiele mochte oder wenn man die Bücher mochte. Wenn man die Spiele mochte, wird man wahrscheinlich den Film hassen, weil der viel mehr auf die Logik eingeht, die hinter den Büchern steckt. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut. Gut, würde ich sagen, machen wir mal wieder einen, wo es... nee, Moment. Doch, machen wir noch einen, wo es auch nicht so viele wissen. Mhm. Miss Doubtfire. Miss Doubtfire ist als Film einer meiner absoluten Favoriten. Den habe ich als Kind sehr, sehr, sehr oft gesehen. Ich liebe ihn, ich liebe Robin Williams, das muss man auch dazu sagen. Basiert auf einer englischen Tragikomödie, ich weiß jetzt leider nicht von wem. Das hat mir auch bloß meine Englischlehrerin damals erklärt, die hat mir mal die Unterschiede erklärt hat. Dass es halt nicht diesen witzigen Charme hatte, sondern dass es halt wirklich hartes Drama eigentlich war mit ein paar komischen Einsprüchen, dadurch, dass der halt diesen Job hatte und dass er halt so ein bisschen überdreht war von Natur aus, weswegen er seine Frau verloren hat. Basiert auf jeden Fall, wie gesagt, auf diesem englischen Roman. Will ich mir noch mal irgendwann durchlesen. Mhm. Werde ich wahrscheinlich dann auch mal drüber reden, aber mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber ist auch eine Buchverfilmung. Mhm. Wird's kommen. Ja, mal machen wir richtig Schlechtes. Oh, jetzt hole ich mal wirklich die Atombombe raus. Und zwar, halt euch gut fest, Battlefield Earth. 96 erschienen. Von John Travolta produziert und mit ihm auch sozusagen in der Rolle der Bösen, der Psyclins. Basiert auf dem gleichnamigen Roman von L. Ron Hubbard, den Scientology-Gründer. Und, oh Gott, wo kann man da den Film anfangen? Also Battlefield Earth, der ist insofern lustig, wenn man die Fehler sucht in dem Film. Okay. Zum Beispiel sowas, wie halt irgendwie besiegen, diese mega große Technik macht, mit Lashing in Dreieck, außerhalb des Films. Also, er ist echt, echt furchtbar in jeder Hinsicht. Also die Romanfrage ist auch beschissen, aber der Film, also der setzt ja echt die Krone auf. Ganz, 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 ganz grottig. Ich habe selten einen so miesen Film erlebt. Also er macht Spaß, wenn man Trash mag, aber er ist objektiv nicht gut, überhaupt nicht. Ich würde sagen, handeln wir einfach mal die schlechten Filme ab. Reden wir mal über Krieg der Welten. Krieg der Welten. Basiert übrigens auch, zwei Filme von... Auf der Romanvorlage von H.G. Wells von 1896 erschien sein Roman. Dürfte in dem Dreh sein, ja. Ja, und dafür war der Q zu jetzt anders halt. Dann diese Invasionsgenre, also außerirdische Greifen Erde an, hat er quasi begründet. Damals, über den Stil kann man sich heute streiten, zugegebenermaßen, aber für damals Zeit war es sehr gut gewesen. Die erste Verfilmung, die ist aus den 50ern, ich glaube von 54, die ist in der Tat nett. Also auch von Effekten damals. Ja. Schönes Beispiel, wenn die Außerirdischen ihre Schilde aufbauen, dann sind die Schutzschilde Käseglocken, auf die man Knallerbsen draufschmeißt. Sieht man auch, aber sieht trotzdem gut aus. Ja, klar, für die damalige Zeit ist okay. Ja, und dann gab es die schöne Verfilmung von Steven Spielberg von 2003 mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Ach du... Der war noch gerade bei Scientology. Fast nicht mehr, ja, siehst du. Das war jetzt vorhin gewesen. Ach du meine Güte, und die Verfilmung meine ich jetzt eigentlich auch. Gott, war die grottig, wirklich total grottig. Also, oh Gott, wie ist er gleich? Dieser nette Tim-Typ aus, die Verurteilung taucht irgendwie auch noch auf. Okay. Tim Robbins taucht auch noch auf, also Euro Einsiedler mit der Knarre. Das ist die beste Figur im ganzen Film mit Abstand. Und die kleine Dakota Fanning macht es auch noch ganz gut. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen echt total furchtbar. Man hat eben Tom Cruise. Ja. Muss ich mehr dazu sagen. Wo wir gerade bei Abstrus und Science Fiction sind, das haben wir jetzt nicht mit auf die Liste geschrieben, wir haben es gerade nachgeguckt. Planet der Affen. Mhm. Planet der Affen ist auch eine Roman. Hat basiert auf einer Romanvorlage, sehr frei, würde ich dann auch behaupten, gegen Ende, weil es sind ja so viele Filme. Ja, ja. Und die Originalfilme sind. Im Geist des Buches, so wie ich es verstanden habe. Sie sind auch sehr, ziemlich kurz danach erschienen. Mhm. Und es sind wirklich gute Filme, Klassiker, zeitlose Klassiker meiner Meinung nach. Auch wenn man sie vielleicht lächerlich finden kann, aber es ist eine gute politische Geschichte mit sehr, sehr viel Moral drin. Mhm. Und ich finde die wirklich klasse. Durch dich kenne ich sie ja bloß. Und viel Witz. Ja. Aber es gibt halt dort ein... Es gibt eine Neuinterpretation, die wir bei dem Kino zerreißen wollten aufs Übelste und es nicht konnten, weil er so gut war. 2009. Andy Serkis, Gollum, ist wieder die FF-Season in dem Fall. Ja, und James Franco spielt den menschlichen Part dazu. Ich überlege gerade, wie er heißt, aber ich komme nicht drauf.
Das war Franco. Ach so. Ja, ich hab's auch vergessen, dass es Franco war. Okay. Aber mit dem kam mir das Grinsen wieder entgegen und das war klar. Und dieses Jahr kommt endlich der zweite Teil davon. Mhm. Aber es gibt so diesen kleinen, kleinen, bösen Bruder in dieser Filmreihe. Die Verstoßenen und, zurecht. Ja, den zurecht Verstoßenen. Mhm. Ich kenne eine Person, also die den gesehen hat und sagt, ja, aber der ist doch richtig, richtig gut. Soll ich raten, wer es ist? Nee, die kennt, das ist eine gewisse Caroline. Caroline ist Gossip. Laut eigener Aussage Gothic. Und welchen Regisseur vergöttern eigentlich alle Gothics? Warum eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Ja. Vielleicht, weil es so düster ist. Willst du auflösen? Ja, löst du es auf. Tim Burton. Korrekt. Einer der stärksten, wahrscheinlich Regisseure jetzt in 20 Jahren. Oh ja. Tim Burton, verstehe mich nicht falsch, er ist nicht schlecht. Er hat immer wieder gute Filme mittendrin. Er hat auch immer Potenzial drin. Er bearbeitet nur auf Vorlage, was ich ein bisschen fragwürdig finde. Aber es ist so eine Geschichte. Mhm. Aber Planet der Affen. Was war ja jetzt im weitesten Sinne ist, er basiert seinen Film auf dem Film, nicht auf dem Buch. Mhm. Aber er macht es so frei und so schlecht. Und ich meine auch so fernab der politischen Botschaft, die eigentlich drinsteckt. Ja, er war bloß, hey, ich habe schicke Affenkostüme, seht mich an. Das ist der Tim Burton Film. Und Action. Ach ja, stimmt, Action. Ja. In Affenkostüm. Die Affen sind wirklich saublöd, ganz ehrlich. Also, wie es jemand schaffen, die Haare zu erlangen in dem Film, ist mir echt ein Rätsel. Wie stehen sie so dermaßen dämlich an, dass die Menschen die eigentlich halt mit Knüppel totschlagen können? Ja. Also, tut mir leid. Ganz genau. Mhm. Das ist schon das ist eine ganz eigene Geschichte. Mhm. Wenn wir schon bei Tim Burton sind, müssen wir doch wieder zum Guten springen. Charlie Schokoladenfabrik. Stimmt, es gibt auch gute Burton. Nicht viele, aber es gibt sie. Und der ist auch, soweit ich es verstanden habe, bis auf die Musical-Einlage und bla, relativ nah am Original dran. Mhm. So wie ich es jetzt verstanden habe. Ich habe es nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber... So, aber wir waren ja bei den schlechten Filmen. Sehr frei nach dem Original und es gibt auch alte Filme davon, die eventuell gut sein könnten, die ich aber alle nicht kenne. Ich möchte über Tell reden. Tell, jeder Schuss ein Treffer. Wilhelm Tell, Armbrustschütze, Schweiz, ihr wisst, der mit der Apfel. Ja. Mhm. Und es... hat eigentlich nur das gemeinsam, dass der Typ eine Armbrust hat, die er zu dem Zeitpunkt nicht benutzt hat und er will unbedingt, ich glaube, Österreicher werden, ist aber eigentlich Schweizer. Ja. Ist so eine furchtbare Geschichte, das ist ganz übel. Axel Stein spielt mit, bevor er abgenommen hat, als Eskimo. Als Eskimo-König, muss ich dazu sagen. Was macht er in der Schweiz? Ich habe keine Ahnung, das ist auch mega reißend. Das sucht sich eine Frau, eine Königin, das ist ganz übel. Also, der liebt auch wirklich so, Gott nochmal. Der ist so, also der gehört zu so einer Reihe deutscher Filme, da gibt es gleich mehrere von. So was wie mit Max und Moritz Reloaded und die Rote Zora. Obwohl die beiden noch ernster zu nehmen sind als der hier. Mhm. Also, das ist absolut grottenschlecht. Das tut richtig weh. Ich habe mir komplett angeguckt. Ich weiß aber nicht warum. Und war das vielleicht die Faszination des Schreckens, die manche schlechten Filme austeilen? Ja. Mhm. Und ich würde sagen, du liest erst deine große Enttäuschung. Ja, eine Riesentäuschung von mir. Wer das Roman, den der Roman kennt, wird es vielleicht verstehen. Und zwar Die Einsamkeit der Primzahlen. Der erschien 2000 und ich glaube 5 oder 6. Ein Roman von einem jungen Schriftsteller von Paolo Giordano. Sehr, sehr guter Roman. Also wenn ihr wirklich mal ein gutes Buch lesen wollt, mit schönen Figuren und tiefgründigen Story, Die Einsamkeit der Primzahlen kann ich sehr empfehlen. Das wurde auch verfilmt, kurz darauf. Also italienischer Film. Mhm. Absolut furchtbar. Blutarm. Die Figuren sind ganz, ganz furchtbar besetzt. Die Storyline passt auch nur so ganz, ganz vage. Also ganz, ganz, ganz grottig. Im weitesten Begriff des Wortes. Und die kann man sich auch nicht irgendwie schön reden, so im Sinne von begrenzten Möglichkeiten des Filmgenres oder bla, sonst was. Nee, er ist einfach nur scheiße. Tut mir leid. Also wirklich ein Riesenunterschied zwischen einem unglaublich guten Buch und einem unglaublich schlechten Film. Ganz, ganz krasser Gegensatz. Ich muss jetzt noch einen, der ist frei nach, der ist keine direkte 1:1 Buchverfilmung, aber ich muss ihn einfach erwähnen. Ich habe ihn vor, ich glaube, drei, vier Wochen, also wirklich kurz vor Weihnachten, lief der zur Primetime, ich glaube Freitag oder Samstag. Ich glaube sogar Freitag, was eigentlich doch eine größere Schande ist. Hm. Auf RTL 2. Das sagt aber auch schon viel. Ey, die haben auch gute Filme im Programm, so ist es nicht. Wann denn? Morgens 5:30. Ja, stimmt, das ist ja die RTL2 Kulturzeit. Richtig. Age of the Dragons. Ihr werdet sagen, so heißt kein Buch, das ich kenne. Ja, es ist eine Verfilmung von Moby Dick. Mhm. Ja. Die Sache ist, wie heißt der Captain? Ahab. Captain Ahab als Drachenjäger darzustellen, habe ich erstmal keine.
kein Problem mit. Ist eine Fernsehaktion zu völlig normal. Ja, das ist erstmal, das wäre völlig okay. Dass er der Einzige ist, der diesen Drachenangriff überlebt hat, schwer verbrannt war und alles, kann man mitleben. Dass sich seine Haare weiß gefärbt haben, weil er diesen Schock hatte und so weiter, diese Schmerzen, kann ich auch mitleben. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber Landschiffe, und das sind wirklich Schiffe mit Rädern aus Stahl, die sie schieben. Und damit sie haben sie aus Stahl gemacht, damit sie nicht verbrennen. Dass da drin denn Hitze sich entwickelt, ist eine andere Geschichte. Da denken sie nicht dran. Und verzeiht, dass ich mit der Hand vor dem Mund geredet habe, aber es ist so furchtbar. Ich habe 20 Minuten diesen Film geguckt, habe dabei ich habe einen, also den Videotext benutzt. Ich habe den Videotext benutzt, auch wenn man es kaum einer macht, aber ich habe es gemacht in dem Moment. Mhm. Und dort stand wirklich, es ist eine Blablabla und Moby Dick. Ich konnte das nicht glauben und habe wirklich in der IMDb gesucht und er hat, ich glaube, eine Bewertung bei IMDb von 1,2 Sternen. Einfach, glaube ich, bloß dafür, ey, sie haben sich angestrengt, sie hatten immer eine Kamera. Das war's, glaube ich. Und 10 Euro. Und 10 Euro in der Tasche so ungefähr. Ja. Also, okay, nee, also der wird schon sein Geld gekostet haben. Und der ist noch relativ neu, der ist, glaube ich, auch Fernsehfilm. Und wieso hat man diesen Film übersetzt? Ganz ehrlich, konnte man wirklich denken, dass der irgendein Publikum zieht? Und ganz ehrlich, ich würde gerne die Einschaltquoten von dem Film wissen. Und vor allem die nach 20 Minuten Film. Weil der war so scheiße. Also wirklich, das ist unglaublich. Ja, das ist entschuldigend zur Ausdrucksweise, aber man kann manche Filme einfach nicht schön reden, tut mir leid. Nee, absolut nicht. Ich würde sagen, ja, um uns davon zu erholen, einen guten Film. Ja. Blade Runner. Basiert auf dem gleichnamigen Roman von Philip K. Dick. Also Blade Runner ist eigentlich deutsche Übertragung. Das Original heißt, ich krieg's nicht zusammen, beim Englischen ist es gerade ein bisschen einrosten wie diese späte Stunde. Also das Original heißt jedenfalls, träumen quasi Androiden von der elektrischen Schafen. Das jedenfalls Englisch übertragen ist echt original. Ah, stimmt. Genau, und Blade Runner ist sozusagen eben deutsche Übertragung davon. Beziehungsweise ist die Aktion davon, die Blade Runner quasi eine Polizeieinheit der Zukunft, die halt eben Replikanten, also so künstliche Menschen jagen auf der Erde, die für sie gesperrt ist. Buch genial, Film, also da mache ich jetzt den alten Film mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Absolut genial. Meine neue Verfilmung, wieso? Mach das bloß. Holt sich das alte Spiel, wurde mir empfohlen, ist ein Adventure, ein klassisches, was halt nicht genau diesen Fall, sondern einen ähnlichen Fall behandelt und total im Geist des Films spielen soll. Ach ja, noch etwas, wenn du wissen möchtest, wo diese ganzen düsteren Sci-Fi-Städte herkommen, wo es irgendwie finster ist, Neonlicht irgendwo herquillt und es dann und regnet, schaut euch Blade Runner an, da wurde die Warlord erfunden. Ja. Absolut der dafür. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob eventuell das Pen and Paper Shadow One auch mit reinspielt. War das genauso. Ist auch so eine Welt. Ich weiß nicht, was vorher da war. Es gibt übrigens auch unter Fans die Theorie, dass Alien und Blade Runner im gleichen Universum spielen, was ich gleich mal ausschließen möchte. Die Filme ähneln sich so, ist ein Parallel durchaus. Okay. Gut. Machen wir mal noch den letzten auf unserer Grenzgänger-Kategorie. Habe ich Effi Briest aufgeschrieben. Zwischen gut und mittelmäßig. Effi Briest hat hier ein sehr, sehr schwaches Buch. Absolut. Also Theodor Fontane, manche werden es lesen müssen. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der es freiwillig gelesen hat. Anne. Oh, gut. Also, ja, wie gesagt, also ein ziemlich schwacher Roman, meiner Meinung nach sehr, sehr seltsam, sehr, sehr blutarm, wie auch viele in den Romanen aus der Zeit. Um einen Bogen zu schlagen, die Leiden des jungen Werther ist gleich, also quasi ähnlich, da ist ein großer Name drauf, aber das Buch dahinter ist eigentlich ziemlich schwach. Also Effi Briest, ja, die arme Frau sucht quasi ihr Glück, findet das irgendwie so mehr oder weniger so halb oder irgendwie auch gar nicht, ich habe es nicht mehr so richtig im Kopf, als er Vorschau war. Äußerst flaches Ding letzten Endes. Und ich habe die letzte Verfilmung davon gesehen. Muss aber sagen, der hat mir auf der Leinwand ziemlich gut gefallen, als ich im Kino war. Ich konnte mich jetzt nicht beschweren, dass da irgendwas... Da hat sich ein bisschen gezogen, okay, das ist schon alles. Und das war einfach nett gespielt. Mhm. Auch ganz netter Soundtrack, die Kostüme und alles waren gut umgesetzt. Konnte mich jetzt nicht groß beschweren, aber es war halt... Ja, war ein Frauenfilm, ich habe mit einer Frau gesehen. Keiner, von der ich das wollte, das muss ich dazu sagen. Mhm. Und nee, fand ich durchweg okay. Aber halt, ich würde es schon hinmachen, dass es halt, weil es nah am Werk war, trotz der Moderne, aber trotzdem halt ein mittelmäßiges Ding. Deswegen halt so ein Grenzgänger-Kategorie. Ja, definitiv. Ja. Gehen wir mal ein bisschen wieder auf die mittelmäßigen ein, denn da fanden wir jetzt einfach mal relativ schnell ein paar davon ab. Ja. Nämlich einmal die Astrid Lindgren-Filme. Mhm. Also, und da müsste man mich eventuell jetzt korrigieren, da bin ich mir gerade nicht 100%, ist Ronja Räubertochter. Müsste Lindgren sein, ja, glaube ich. Ne? Michel von Lönneberger. Auf jeden Fall Lindgren. Pippi Langstrumpf. Definitiv Lindgren. Ja, das ist klar. Und, eigentlich noch eins.
Was für 5 Runden? Gute Frage, hat gerade viel gemacht. Michel also beschossen? Nee, ja, das ist ja Michel Sönneberger, genau. Also auf jeden Fall alle Pippi Langstrumpf, alle Michel und halt, wie gesagt, Ronja Räubertochter, dann sehen wir die jetzt einfach mal als gesetzt. Die sind alle gute deutsche Unterhaltung. Ah, der schwedische? Schwedisch. Schweden? Ja, aber die haben irgendwie deutsch koproduziert, wie es war. Ja, so, genau. Die kommen auch um die Ecke, sagen ganz ehrlich. Ja, sagen. Und die sind schön als Familienfilm und so weiter, kann man sich auch heute noch ansehen, trotz der... Pippi macht immer Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ja, trotz der für heutige Zeit... Das ist halt das Einzige, wo ich halt bei alten Filmen auf dem Monitor ist die Kamera, weil die Bildqualität teilweise mich mir doch ein bisschen in den Augen schmerzt. Weil das ist halt Geschmackssache. Und deswegen funktionieren Schwarz-Weiß-Filme übrigens besser. Weil das ist auch so für. Richtig, und man hat kein Problem mit der schwachen Farbe. Aber die sind alle durchweg solide. Ebenfalls der Durchschnitt sind die Quartermain-Filme, die viele als billigen Abklatsch von Indiana Jones sehen. Nein, muss man dazu sagen. Es ist umgekehrt. Indiana Jones ist der Abklatsch von Alan Quatermain. Bei den Filmen kann man sich natürlich streiten. Klar haben sie die gemacht, weil Indiana Jones erfolgreich war, aber Indiana Jones basiert auf Alan Quatermain. Kann man so sagen. Alan Quatermain, alter Kriegsveteran, lebt in Südafrika? Oder Zentralafrika? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie die Ecke unten. Auf jeden Fall irgendwo die Ecke da unten, genau. Und stand halt im Dienste ihrer Majestät. War halt Engländer ursprünglich und war halt Schatzjäger. Abenteurer. Abenteurer, Glücksritter, irgendwas in die Richtung. Alles in der Richtung. Also quasi der geistige Vorgänger. Die Filme sollen relativ schwach sein. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich wollte es einfach bloß mit, damit man es auch klarstellen, also Diana Jones und ihn. Also jetzt ins Warmwagen Vater Männer, also eben wirklich so eine ausgebeutete Trivialliteratur, die irgendwann später das Glück hat, einen Geldgeber zu finden. Genau. Apropos Trivialliteratur, Carmay. Karl May, ja, immer denken, Hitler war der größte Karl May-Fan überhaupt, ja, halte ich das immer schon vor Augen. Ja, die Bücher sind alles gefährlich. Gibt doch Kinder niemals Karl May zu lesen, dass sie auf gar keinen Fall ein Postkartenmaler werden, das ist ganz übel Kommunikation. Aber Karl May, also. Wir müssen jetzt dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht unterbrechen, weil der Scheiß zum Silbersee gelesen war nicht mein Ding. Gab es. Der Ölprinz, es gab unzählige Karl May-Bücher. Über 60, glaube ich. Ja, also man muss auch sagen, Karl May hatte quasi dieses Genre von diesen Jugend-Abenteuerromanen für Jugendliche mehr wieder begründet. Weshalb haben wir eben auch diese Schwierigkeit mit alten Werken. Ich kann mir schon denken, damals war es sicher gut. Ja, will ich schon sagen. Die Leute, weil sie nichts anderes kannten. Ganz recht, aber auch eben heute, nach heutigen Kriterien, das ändert auch sich schwierig, wenn es heißt, ja, ein Klassiker, ja, mag sein, der war damals ganz toll, aber heute kann man es kaum jemandem noch präsentieren. Das darf man eben nicht vergessen. Und die Filme sind, soweit ich weiß, alle relativ am Original. Mit Pierre Brice, der dann Werbung für Brie gemacht hat. Es hat bei mir nie gefruchtet. Ich bin kein Fan von alten Western, nennen wir es jetzt mal Western. Ja, es ist halt ein Western sein, aber es ist furchtbar geworden, sind ganz ehrlich. Richtig, und das ist halt Geschmackssache. Aber es ist mit dem, es ist nicht scheiße, es ist einfach, wie hast du so schön gesagt, Karl May ist der Lena Meyer Landrut der Literatur. Auf jeden Fall, es ist durch und durch durchnet. Genau. Kleine Sachen aber andere, Karl May hat eigentlich, das muss man auch erwähnen, an der Figur, ein sehr, sehr geschicktes Marketing betrieben. Also fing auch schon an mit den entsprechenden Buchvorträgen, hat sich selbst in Kostüm gestellt. Also auch mit auch mehr Identität gearbeitet und mit Decknamen und sonst was. Also May als Marketing-Experte ist jetzt fast schon interessanter als seine Bücher, würde ich fast behaupten. Also wie George Lucas. So ungefähr. Ja. George Lucas ist der Marketing-König, schlechthin. Ja, davon mal abgesehen. Dann kommen wir mal zur Narnia-Reihe. Ich habe 2 von den 3 Filmen gesehen, die im Moment draußen sind. Das ist ja, glaube ich, gerade der 4. in der Mache. Von den 7, die insgesamt kommen müssten, wenn sie alle Bücher verfilmen. Ja. Und Narnia ist ja quasi die Bibel 2.0. Ja, für Kinder irgendwie 8 Bibel. Ja, die Kinderbibel. Hätte der Autor es ja so gelassen, ja, das ist das, was ich mir dabei vorgestellt habe, als ich geschrieben habe. Aber nein, er hat gesagt, nein, diese Bücher sollen junge Menschen zum Christentum führen. Das ist das Problem, was ich mit den Büchern habe, aber das ist eine andere Geschichte, weil ich finde, das ist eine brachiale Art. Ja, Aslan ist Jesus. Aber ich muss sagen, die Filme, da fällt das einem erstmal nicht so stark auf. Sie sind sehr stark moralisch geprägt, klar. Moralischer als die meisten Disney-Filme, und das will schon was heißen. Weil die hauen einen mit der Moralkunde teilweise um. Ja, viele, viele. Aber sie sind durchaus gut für Kinder und Jugendliche als Unterhaltung. Ich habe den einen hier sogar in dieser mega, ober, super Deluxe-Edition. Ich glaube, 6 DVDs mit Bonusmaterial. Oh Gott. Ja, die gibt es übrigens von jedem Teil. Die sind in einer silbernen Verpackung. Ich frage mich, warum es gerade zu den Filmen so eine Edition gibt, aber es ist eine andere Geschichte. Das hat auch noch viel dringender verdient. Ja, aber wie gesagt, ich finde die solide. Der erste Film ist unfreiwillig komisch aufgrund der Schlacht am Ende, in der... Moment, ich muss kurz die Armeen... Ich liebe es, diese Armeen zu beschreiben. Auf der guten Seite sind Menschen. 4 Stück.
Eigentlich nur zwei, weil zwei sind gerade woanders. Ja, cool. Greife, okay, die können ein bisschen was. Oder Adler, Greife, so ein Misch. Also paar sind Adler, ein paar sind Flugwelt. Ja, die können ein bisschen was aussehen, weil sie Steine werfen können, okay. Das ist in Ordnung. Kleintiere, ich muss es einfach so sagen. Kleintiere, ein, zwei Saattiere. Ich glaube, das gefährlichste war noch ein Dachs. Einhörner, okay, Einhörner sind wirklich gefährlich, wie wir alle aus The Cabin in the Woods wissen. Ich habe vergessen, also Dachs reißen gerne Hundestücke. Ja. Und das Einzige, was wirklich was bringt, Zentauren. Die Zentauren sind super. Es gibt einen Zentaur mit zwei Schwertern, der da durchheizt, obwohl es kein Blut gibt. Der macht wirklich Action. Der war auch gut animiert. Da kann ich nichts gegen sagen. Ja, das ist die gute Seite. Und sie haben ja ihren mächtigen Anführer Peter. Bäcker, Junge. Weißt du, Edmund kann ich ja wenigstens als Namen noch akzeptieren. Ja, Edmund klingt herrschaftlich, das klingt stark. Ist klar, der Depp. Der Große ist Peter. Nicht Peter der Große. Nee, es ist. Wieso haben eigentlich die meisten Hauptdarsteller. Also irgendwie. Okay, nicht die meisten, aber. Ich meine, Harry ist schon ein Scheißname. Ja? Harry ist schon ein Scheißname, aber Peter! Ich habe nichts gegen den Namen Peter an und für sich, aber nicht für einen großen Helden. Also, ganz ehrlich. Aber sind halt okay. Ich habe den zweiten, der Prinz Caspian, habe ich auch gesehen. Da ist dieses Problem nicht mehr. Der wirkt ernster. Also, ein bisschen erwachsener. Der sieht nicht mehr ganz so lächerlich bei den Kämpfen aus. Und der ist schön gespielt. Den letzten habe ich noch nicht gesehen, die Rise of the Warriors, die will ich mir trotzdem nochmal angucken zumindest. Und ich kann jetzt nicht viel Schlechtes dran finden, aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, wow, die sind so gut. Ja, mittelmäßig würden wir John Grisham auch noch eigentlich, dann nehmen wir stellvertretend die Jury, da kannst du ein bisschen was zu sagen. Ja, also John Grisham, ein sehr erfolgreicher Autor, hat eine riesen Fangemeinde. Also die Jury ist von ihm, die Firma, oh Gott, und etliche andere Romane. Der Klient. Der Klient ist noch von ihnen. Ich weiß nicht, ob der Regenmacher auch von ihm war. Ich könnte es, glaube, es könnte Grisham sein. Das könnte Grisham sein, da bin ich mir auch gerade nicht sicher. Regenmacher ist noch ganz gut, aber an sich muss man eben sagen, es sind wirklich Filme für Leute, die es mögen. Also wer jetzt irgendeinen Gerichtsfilm kennt, der passabel ist, der muss sich die Jury nicht anschauen, ganz ehrlich. Ja. Also es ist einfach so, also Grisham ist eben auch wie die imitante Ausgabe von ihm, Tom Clancy. Was für Fans, die eben leisten gut arbeiten, das will ich nämlich sagen, die sind einfach nicht, also grundsolide, die Filme, kann man sich wirklich so angucken. Aber so, dass man jetzt quasi auf die Knie fällt und sagt, mein Gott, wie genial das doch ist, nee, also auch die Bücher nicht. Tut mir leid. Wir haben auch noch Troja aufgeschrieben, den habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Ich fand ihn, also Troja ist ja frei nach der griechischen Mythologie. Also nach Ilias eigentlich. Also nach der Ilias, ja, genau. Also ist eigentlich auch mal für den Witz. Ja, genau. Ist ja ein antiker Roman. Zumindest, ja. Ja. Ich fand den Film, naja, es war okay. Also ich kann jetzt, also ich kann verstehen, dass man, wenn man auf so Historienfilme und sowas steht, also so diese moderneren Historienfilme mit viel Action, kann man den mögen. Ich fand ihn jetzt relativ mittelmäßig. Ich fand jetzt auch weder, wer war es, Brad Pitt? Brad Pitt spielt Achilles, der fand ich eigentlich sehr überzeugend in der Rolle. Ja, es hat gepasst, aber ich fand es jetzt nicht so überragend und ich sage jetzt mal nichts zu Orlando Bloom. Ich frage mich, warum der so viel Dorbeeren für diesen Film kriegt, aber das war, das war schwach. War einfach schwach. Ja gut, Paris ist auch in der Ilias selbst eine schwache Figur, ganz ehrlich. Okay, gut. Das ist ein kleiner Schisser. Ja. Also den fand ich jetzt nicht so, also ich weiß nicht, es gibt, ich kenne diverse Frauen, die aufgrund von Troja gesagt haben, sie mögen Orlando Bloom. Noch ist, eher ist Geschmackssache. Ja, da gibt es noch mehr. Ja, ich weiß. Ja. Geschmackssache. Und wie gesagt, das ist an und für sich ein guter Film. Aber ich fand ihn jetzt. Also Troja geht auch weit vorbei an der Ilias, weit vorbei, wie gesagt. Er ist sehr auf den Kinozuschauer zugeschnitten. Es ist ein schönes Historienabenteuer. Was ich interessant finde an dem Film, ist, man hat extra für den Film Troja einen eigenen Kampfstil entwickelt, der auf dieses Xiphon, dieses griechische Kurzfilm, also abzielt, um das einmal als authentisch zu gestalten. Also das ist sehr interessant für jemanden, der sich dafür interessiert. Und ich muss sagen, Troja, die Action-Szenen, die, da geht's heftig zur Sache, aber die sind jetzt nicht so splattermäßig wie Braveheart. Also ist schön anzuschauen, muss man sagen. Er ist gut im Rahmen dessen, was er sein soll. Hat ein paar schöne Szenen durchaus drin, auch eine nette kleine Botschaft, die ihn daran da durchdringt, aber ist tatsächlich eben das Mittelmaß. Ja. Kann sich anschauen, auch irgendwann hier gibt's einen Directors-Cut von. Den Film stark aufhört, möchte ich anmerken. Der macht den Film, ich glaube, gut eine halbe Stunde länger. Der ist ja wirklich ganz gut. Aber wie gesagt, über ja, also Mittel bis Fenster so gut geht leider nicht hinaus. Alles klar. Und ich würde einfach nur kurz was über Earthsea sagen. die Chroniken von Erdsee
ist eine alte Fantasy-Reihe, die ich nicht gelesen habe. Also das ist, glaube ich, eine Quadrilogie, glaube ich. Ich glaube auch, es müssten vier Bände sein. Mhm. Und von der Realverfilmung distanziert sich die Autorin, weil sie es absolut grausam findet. Mhm. Ich finde den Film relativ unterhaltsam. Ich habe den kennengelernt, ohne dass ich wusste, dass er ein Buch hinterliegt. Und ich finde den völlig okay für einen Fantasy-Film, für einen relativ trashigen Fantasy-Film, muss man auch dazu sagen. Aber der macht Spaß. Und ich kenne auch die Anime-Umsetzung, die noch mehr sich entfernt hat, weil es ist Studio Ghibli. Und Studio Ghibli hat seinen Stil und den drückt er, den zieht durch. Und die sind auch alle schön, die Filme, wenn man auf ernste Dramen steht, wenn man mal ehrlich ist, weil keiner davon ist wirklich fröhlich. Naja, ich meine, also Ghibli ist jetzt also quasi Dramen, aber eben schön gezeichnet. Ja, schön gezeichneter Dramen. Also wie Disney in Ernst. Ja, Disney in Ernst, das trifft es ganz gut. Mhm. Ja, Disney ohne Hades. Ach ja. Nee, aber insgesamt solider Film, der furchtbar schlecht an einem Buch sein soll. Aber ich finde halt insgesamt jetzt mittelmäßig für die Einstufen, weil der Film halt trotzdem einfach Spaß macht, wenn man auf trashige Fantasy-Filme, wie zum Beispiel, ich weiß schon wieder, wem Dungeons & Dragons steht. Oder Hexer. Oder der Hexer. Warte, ich glaube, auf den Film das steht. Das ist wirklich absolut cool. Also wenn man rankommt, irgendwie einen Hexer anschauen, der ja. Dann ist auch noch Spaß. Ja. Gut, jetzt haben wir nur noch die guten. Ah, ja. Nee, Moment, es stimmt, der ist auch noch gut. Den haben wir jetzt auch nicht auf der Liste. Ich werde einfach mal kurz, weil den haben wir schon mal reviewed, Cliff und ich. Deswegen sage ich jetzt nichts dazu. Der Unsichtbare. Ah ja, Klassiker. Der Film von 1923? 23, 24, auch ja, in dem Dreh. Und der ist spitze, das haben wir schon mal gesagt. Wir haben ihn in der Trash-Kategorie, aber der gehört eigentlich nicht rein. Also ganz ehrlich, möchte ich dazu sagen, der Film Unsichtbare, das war quasi damals sozusagen der Avatar seiner Zeit. Muss man sagen. Also der hat die Spezialeffektmöglichkeiten also der Epoche vollkommen ausgelotet. Ja. Absolut super. Und er ist trotzdem heute noch besser als Avatar. Ja. Hört euch das an. Das ist so. Gut. The Green Mile. Green der Mile. Der gute alte Stephen King. Stephen King hat den Roman dazu geschrieben. Von dem ich kein einziges Buch gelesen habe. Köpft mich jetzt bitte nicht. Ihn auch nicht. Oder? Nee, du hast King Roman ich habe ein paar Sachen von King mal gelesen. Also Kings Qualität schwankt sehr stark. Muss man sagen, aber ich möchte anmerken, King ist nicht nur Horrorautor, der macht auch normale Romane, sag ich mal. Ja. Und Green Mile ist einer von den wirklich guten Romanen von King, die man durchaus mal lesen kann. Oh, alles klar. Und Green Mile ist einer der Filme, in denen ich mir Tom Hanks ansehen kann. Ich bin kein wirklicher Hanks-Fan, ich mag ihn in zwei, drei Filmen, das war's eigentlich. Mhm. Und weil ich finde, ich mag ihn als Hauptdarsteller nicht. Ich glaube, als Nebendarsteller würde mich gar nicht stören, als Hauptdarsteller mag ich ihn einfach nicht. Aber in The Green Mile, ich liebe diesen Film und auch wenn der elendig lang ist. Ich genieße jede Minute davon. Ja, ist ja schön, auf jeden Fall. Ja. Da wolltest du was zu sagen. Ja, eine kleine Mann-Film, die leider Gottes nur was für Kenner ist. Nämlich, was vom Tage übrig blieb. Also im Englischen ist es also, so, The Remains of the Day, also der Rest des Tages. Mhm. Basierend auf einem gleichnamigen Roman von Kazuo Ishiguro, verfilmt im Jahr 93 mit Stephen Hawkins. Anthony Hawkins. Ja, also Anthony Hawkins und Emma Thompson in Hauptrollen. Das erzählt quasi die Geschichte von dem Butler Stevens, da habe ich es nämlich, der sozusagen jedenfalls immer seiner Pflicht nachgeht und sozusagen das Leben verpasst und dann eben eines Tages mitkriegt, dass von dem Leben, das er eben eins von uns hatte, nichts mehr übrig ist. Also geht es quasi um den Wert des Augenblicks und um viel verpasste Gelegenheiten. Okay. Also ein genialer Film, Hopkins spielt also wunderbar steif und wunderbar verklemmt. Ich habe selten in meinem Leben eine so verklemmte Figur gesehen. Absolut super. Also wenn ihr wirklich mal einen Romanfilm erleben wollt, die total genial ist, bis ins Detail und auch wirklich vom Buch fast überhaupt nicht abweicht, also ich habe da keinen Fehler entdecken können, was ein Tag übrig liegt. Kommt euch, zieht euch rein, geht's aber dabei ziemlich günstig, ist sehr zu empfehlen. Alles klar. Einer, wo wir, glaube ich, beide das Buch nicht gelesen haben, Interview mit einem Vampir. Basierend auf einem gleichnamigen Roman, glaube ich, auch vielmehr auf der Romanreihe, irgendwie Chronik der Dunkelheit von Anne Rice, also mindestens irgendwie von Anne Rice geschrieben wurde. Genau. Aber auch frei nach ihr. Ja, relativ frei nach ihr. Genau wie auch die Königin der Verdammten relativ frei ist und, glaube ich, auch aus der Chronik. Ja, das ist quasi so eine weibliche Ausgabe von Stephen King letztendlich. Ja, die halt gerne über Vampire geschrieben hat, muss man einfach mal sagen. Gute Vampire. Immer gute Vampire. Allerdings muss man auch sagen, dass dieses Vampir gleich schwul kommt eigentlich von Anne Rice, oder? Hat sie mitbegründet. Ja, ja. Also dieses leicht tuckige, was diese adligen Vampire, diese langhaarigen, gepuderten Vampire haben, das kommt von Anne Rice. Zu großen Teilen. Ja, zu großen Teilen. Aber Interview mit einem Vampir ist ein Film, wo sowohl Brad Pitt als auch Tom Cruise, als auch Antonio Banderas, ich glaube, fast. Und die junge Kirsten Dunst. Und die junge Kirsten Dunst mit ihre besten Rollen spielen. Ja. Obwohl es alles vier mittelmäßige Schauspieler sind. Mm-hmm, ja, absolut. Da haben sie hier einen riesigen Höhepunkt.
Und Kirsten Dunst war mit 12 bessere Schauspielerin als jetzt. Das sagt viel, aber das ist eine andere Geschichte. Definitiv, ja. Und wirklich ein gelungener Film mit einem guten Antagonisten, einem sympathischen Protagonisten. Humor und Zeit und vor allen Dingen auch, was viele Filme nicht schaffen, die fangen durch die Zeiträume ein. Also man folgt quasi diesen depressiven Vampir Louis durch die Ewigkeit des Sinnes. Und man hat wirklich im Laufe des Films also so das Gefühl, mein Gott, was ist vergehen ja runter. Also der Ja. Wechsel zwischen Epochen, der ist ja schon gemacht. Ja. Könige der Verdammten kann ich aber kurz dazu erwähnen. Gleicher, er ist in dem Fall der Protagonist, ist aber eigentlich ja ein böser Vampir, Lestat, der in Interview mit einem Vampir von Tom Cruise gespielt wurde. Ist hier in dem Falle, ich weiß nicht, ob das in der gleichen Zeitlinie spielt, das kann ich mir da nämlich irgendwie nicht ganz erklären. Er hat beschlossen, sich als Vampir zu outen und ist jetzt Rockstar. Darum geht es eigentlich nicht. Und er soll quasi eine Muttervampire, also er hat halt viel mit den Oberschichten der Vampiren zu tun, der Vampire, nicht der Vampirin, zu tun. Und letzten Endes erweckt er auch die quasi Urmutter der Vampire aus ihrer Versteinerung. Sehr interessant gemacht, nicht so charismatisch gespielt wie der andere, deswegen ging er ziemlich unter. Den gibt es auch gar nicht so, den findet man auch gar nicht so oft im Laden. Teilweise liegt der, glaube ich, sogar schon in der Grabbelkiste. Aber trotzdem ein sehenswerter Film. Kleiner Filmfakt, die kurz darauf verstorbene Sängerin Aaliyah hat ihre einzige Filmrolle, sie spielt die Königin, glaube ich. Genau. Da wusste ich jetzt nicht, dass er verfilmt ist, dass er verstorben ist. Aaliyah Aber stoppt kurz darauf, ein Flugzeugabsturz. okay. Ein Buch und ein Film, und ein Soundtrack, den wir, glaube ich, beide bis in den Himmel loben Also können. das ist ein Gesamtkunstwerk, das habe ich selten in der Art erlebt. Ich habe es echt Ja. noch nie in der Art erlebt, wo wirklich alles stimmt. Ja. Sagst du es. Into the Wild. Into the Wild. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ja ein Mensch und du bist, glaube ich, auch so jemand, der einen Unterschied macht zwischen das gefällt mir und das ist gut. Da geht das Und nicht. das schon, aber es ist halt, Into the Wild ist nicht mein Lieblingsfilm. Er ist wahrscheinlich nicht mal unter den Top 10 bei Lieblingsfilmen, bei denen, die mich berührt haben, bei denen, die mit Erinnerungen verbunden sind und so weiter. Aber den Filmen, wo ich sage, die sind gut. In allen Punkten ist Into the Wild auf Platz 1. Das kann ich nur bestätigen. Es geht um einen jungen Mann, ich vergesse seinen Namen Also im Film heißt er eigentlich Alexander Supertramp, sein eigen selbstgewählter Name. Ja. In Wirklichkeit hieß er aber Christopher McCandless, basiert auf einer wahren Begebenheit. Genau. Das Roman ist, der Roman dazu, also was sagen wir, das Leben von ihm nachgezeichnet wird, der ist von, gute Frage, wie heißt der Autor, der das Ganze immer nachzeichnet, das ist ein amerikanischer Journalist, der also solche Storys nachzieht. Wir kommen beide, glaube ich, gerade nicht drauf. Das ist wichtig, schau mal ganz kurz nach, wie ich es wissen. Okay, Moment, wir recherchieren live, wir sind top vorbereitet, wir sind fast wie die Medienkuh, wer sie Ja. kennt. Wir sehen gerade nach. Jo, Und soweit. Ein Ergebnis, ja, haben wir uns kurz. Dann gehen wir einfach auf Web drauf, mal sehen. Ja, wir sind gerade am Laufen, wir merkst, wir genau. sind Rechercheprofis. Absolut, also wir kennen uns total mit Web 2.0 aus, vor Jetzt hier allem. muss keine Fachausbildung kommen. Also Boah, Hilfe, mein Internet will gerade nicht. Ja, John Krakauer. John Krakauer, okay. Genau, richtig. Man muss einfach sagen, es ist die Reise von diesem, wie er sich halt wie gesagt nennt, Alexander Supertramp, der auch nach seiner Freiheit sucht und der unbedingt nach Alaska will, weil er das als ultimativ freies Land sieht. Also sie hat das eigentlich im Grunde ist ein Selbstfindungstrip. Man muss dazu sagen, die Hauptfigur handelt eigentlich sehr egoistisch, wie ich finde. Ja. Aber die ist Delta-Klasse gespielt und so gut verkörpert, dass man das nicht übernimmt. Das ist ein absolut genialer Charakter, wie ich finde. Und vor allem, wenn man denkt, dass es das eben auch auf realen Begebenheiten besucht wird, der Film noch intensiver. Und was ich sagen möchte, es ist sehr schön, der Film endet ja mit einer Endszene, wo man quasi das letzte Foto sieht von Christopher McCandless, was er von selbst geschossen hat, kurz zu seinem Tod. Und das Raffinierte ist, man kann den Schauspieler, also Emil Hirsch spielt die Figur, am Ende nicht mehr unterscheiden von ihrer realen Figur. Und das ist wirklich höchste Schauspielkunst. Absolut. Unerreicht. Also Into the Wild kann man gar nicht hoch genug loben, wie ich finde. Das Regisseur war Sean Penn? Sean Penn hat Regie geführt. Wow. Also jetzt bin ich erstaunt, dass Sean Penn, dass ich hätte jetzt Sean Penn jetzt nicht als Regisseur gedacht. Ich guck mal, ich bin nur mal ganz kurz gucken, was Emil Hirsch noch gemacht hat. Danach kommen wir nämlich zu trotzdem, wie hoch wir diesen Film loben, zu unserem Platz 1. Ja, also die Trophäe, die wir als die beste überhaupt ansehen. Ja. Und das wahrscheinlich habe ich wahrscheinlich auch schon 5-mal erwähnt, irgendwie innerhalb Ja, von es wird kein Videos, großes aber Überraschen, den Film auch kennt. Emil Hirsch hat unter anderem Club der Zusammen mitgespielt, den ich. Der war nett. Ja, der war nett.
Milk, was ein sehr gutes Drama ist, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, da geht es um die ersten Schulen. Ich glaube, Bürgermeister, Senator, irgendwas in die Richtung. Genau. Speedways, aber sowas war nichts sagen, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Und Prince Avalanche, der dieses Jahr, letztes Jahr rauskam, der ziemlich unterging, aber ganz nett, weil ich habe leider nur Ausschnitte davon gesehen, weil ich das irgendwo geschafft habe, aber es war ein sehr lebensbejahender Film und insgesamt ist doch ein. Hat nicht viel gespielt, hat sich nicht verheizt, durfte aber trotzdem genug Geld gemacht haben. Definitiv, muss ich ehrlich sagen. Also Emil Hirsch, der hat die Rolle gerne verkörpert. Und was sagen muss, das müssen wir noch erwähnen extra, der Soundtrack. Der Soundtrack von Eddie Vedder. Pearl Jam. Pearl Jam? Eddie Vedder ist bei Pearl Jam. Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Der Soundtrack von Eddie Vedder ist... atemberaubend gut. Ja, also, er passt in jeder Situation immer zum Film. Und selbst das Lied, wo ich glaube, wirklich... ein ernstes Kristen Stewart mit Gitarre spielt, ist gut. Auch die Szenen mit ihr sind gut, weil als verlotterte Hippie-Braut passt sie einfach. Ja, sie spielt dann Tracy, so notgekommen in den Wohnwagen, Hippie-Braut, genau. Wahrscheinlich auch sonst wie zugedruckt und da passt, da reichen ihre schauspielerischen Leistungen für aus. Leistungen? Ja, ja. Also wie gesagt, also es ist wirklich unglaublich, es ist bei euch ein Gesamtkunstwerk. Es passt an diesen Filmkonstrukt, also vielmehr an diesen Medienkonstrukt, into soweit einfach alles. Sie hat Buch, Soundtrack, Film, alles überragend. Ich kann wirklich alle drei Sachen bedenkenlos empfehlen. Geht mir genauso. Ist auch ein Soundtrack, den ich auch fast permanent in meiner Stereoanlage habe, wenn ich sie mal einschalte, was nicht so oft passiert, zugegeben, aber ist eigentlich immer drin. Also, und auch der Main-Titel, also Society. Also Society, Crazy Bee. Unerreicht, also einer Lieblingssongs. Also Into the Wild, wie gesagt, wir werden nicht fertig mit Dumm, weil es so gut ist. Und sehr bewegend, wie ich finde. Also er geht einen sehr nah. Genau. Ganz kurz, ich glaube, bekannteste Rolle von Emil Hirsch ist in The Girl Next Door. The Girl Next Door. Ah ja, also nach Into the Wild. Nee, ich glaube, The Girl Next Door ist bekannter als Into the Wild. Echt? Ja, weil The Girl Next Door hat sich fast jeder angeguckt, weil es darum geht, dass Jugendliche, dass ein Jugendlicher mit einer Pornodarstellerin zusammen ist. Ah, okay, gut. Also, ich glaube, den haben mehr Leute gesehen als Into the Wild. Into the Wild ist aber das bessere Beispiel für seine Kunst. Definitiv, also auf jeden Fall haben wir. Genau. Aber trotzdem Platz 1 und... Die Königin. Die Königin der Literaturverfilmungen. Und kommt mir jetzt bitte nicht mit, ja, aber es gibt ja irgendwie von Dickens und trotzdem beste Buchverfilmung, die es gibt, ist Umberto Ecos Der Name der Rose. Absolut unerreicht. Es gibt exakt eine Passage im Film, die sie ändern mussten, weil sie nicht genug Geld bekommen hätten, um diese Bibliothek zu bauen, die in dem Buch beschrieben ist. Ja. Ansonsten ist dieses Buch so geschrieben, dass die Dialoge so lang sind, wie die Wege, die sie nehmen. Und darauf ist der Film perfekt abgepasst. Ja. Allein diese Tatsache ist unglaublich, dass sie teilweise kein Drehbuch brauchten, weil das Buch ausgereicht hat. Die Figuren passen wirklich perfekt zusammen, muss man ehrlich sagen. Also das Zusammenspiel zwischen ihnen ist optimal. Also in Christian Slater und spielt sozusagen den Novizen Azon von Melk und Sean Connery. Spielt Willi von Baskerville, so einen scharfsinnigen Franziskanermönch, der sozusagen in so einer abgelegenen Abtei ermittelt. Es ist einfach genial. Ja. Also im Bereich Literaturfilme wirklich, wirklich nicht zu toppen, wie ich finde. Ja, und auch allgemein, das ist ein Film, der wurde früher tot gesendet. Ich habe ihn, bevor ich ihn mir gekauft habe, also ich habe ihn öfter im Fernsehen gesehen als auf DVD, was bei mir echt viel heißen muss. Ich übrigens auch. Ich habe mir auch jedes Mal angeguckt, wenn ich dazu kam. Lief. Also... Und ich kenne trotzdem genug Leute, die diesen Film noch nie gesehen haben, wo ich mich frage, warum. Und in meinem ganzen Bekanntenkreis war exakt eine Person außer dir, die den kannte. Traurig, traurig. Und das hat mich schockiert. Also ich bin niemand, der sagt, mein Geschmack ist allübertreffend und so weiter, aber ich finde, es gibt durchaus Filme, wo ich sage, Leute, ganz ehrlich, schaut es euch bitte an. Und Name der Rose ist auf jeden Fall einer davon. Also, wie gesagt, Name der Rose ist ein. Neben Mr. Outfire ist einer der Filme, die ich am meisten empfehle. Also, der ist genial umgesetzt, wirklich. Und okay, also das Buch selbst kann ich auch empfehlen. Das ist also ähnlich genial. Generell, der Umberto Eco ist ein guter Schriftsteller. Hervorragend, sogar würde ich was behaupten. Aber wie hat er diese unglaubliche Verschmelzung zwischen einem filmischen Werk und einem literarischen Werk, das wurde, glaube ich, bei Name der Rose am besten erreicht. Ja. Also, es wurde meiner Meinung nach niemals zuvor und nie wieder nach bis jetzt übertroffen. Nee. Ich will nicht ausschließen, dass eines Tages mal so weit kommen könnte, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man das hinkriegen sollte. Nee, mir fällt auch nichts ein. Und dazu muss ja auch noch das richtige Buch genommen werden. Ja, die entsprechenden Schauspieler, die entsprechenden finanziellen Mittel. Und klar, ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber sie hat als Name der Rose, würde ich wirklich bis heute noch, trotz des Alters des Films, der ist ja, ich glaube, so früh 90er, späten 80er, irgendwie aus dem Dreh kam, der? Ich glaube, früh 90er. Ich glaube, der ist aber nur, der ist auf jeden Fall 80er, wenn nicht sogar früher. Mhm.
Also der ist schon ziemlich alt, sieht auch relativ alt aus, aber ist unglaublich. Wobei man sagen muss, es ist alt, also dieses alte Bildmaterial passt wiederum wunderbar in dieses Mittelalter Ding rein. Ja, dadurch ist es auch nicht schlimm. Das ist völlig negativ. Das trifft, das passt einfach alles. Und wie gesagt, das ist die Königin. Ja. Into the Wild ist knapp davor. Unglaublich genial und was weiß ich nicht alles, aber wenn es um den reinen Fakt Literaturverfilmung geht, geht es nicht, geht im Moment nichts über den Namen der Rose. Also immer noch, muss man ehrlich sagen, nicht im Moment. Ja, wie gesagt, also ich meine, im Moment, und dieser Moment ist schon verdammt lang, den gibt es länger als ich dieses Moment. Also der Film ist älter als ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Definitiv, ja. Ja, wie gesagt, also man kann ihn auch schlecht noch länger hochloben, also in einem Wort einfach absolute Perfektion zu haben. Ich würde sagen, wir haben, auch wenn wir nicht über viele von denen geredet haben und vor allem nicht viel Inhalt bei Sachen zusammengefasst haben, trotzdem eine ziemliche Übersicht an überhaupt Literaturverfilmungen gegeben. Vor allem hoffe ich, wir haben euch vielleicht leicht überrascht durch ein paar davon, dass es Literaturverfilmungen sind. Also zum Beispiel 12 Monkeys hätte ich echt nicht gewusst. Das weiß kein Mensch. Das weiß wirklich kein Mensch. Außen ist es wirklich so. Ja. Oder Planet der Affen, da wäre ich, das hätte ich auch nicht gedacht. Und wie gesagt, wir haben euch vor ein paar gewarnt. Ja, ihr könnt es euch trotzdem gerne ansehen, wenn ihr Lust habt auf Schmerzen. Also es geht ganz, ganz kurz, und ich muss diesen Film einfach erwähnen, weil Cliff spielt mit. Die neue Verfilmung von Amy und die Detektive. Wir haben ihn nie gefunden in dem Film, er hat eine blaue Jacke an. Guckt euch bitte die Neuverfilmung von Amy und die Detektive an und guckt, ob ihr einen Jungen seht, der total durchschnittlich aussieht und eine blaue Jacke an hat. Das ist Cliff. Bei der Masse an Kindern, die da lang rennen. Er hat damals mehrere Tage frei bekommen von der Schule, wir waren alle neidisch auf ihn. Es ist ein schöner Kinderfilm, ich würde ihn als Mittel nicht einstufen, das ist eine nette Neuinterpretation, aber ich musste ihn einfach erwähnen, weil Cliff mitspielt, weil wenn es schon mal zu dem Thema kommt, dann muss das in dem Moment. Also, Cliff, ich hoffe, du hast es bisschen ausgehalten, was wir hier gelabert haben, und du bist wahrscheinlich einer von zwei Leuten, die sich ansehen. Ciao. Genießen tolle Filme. Und dann würde ich sagen, also Leute, gehabt euch wohl, euer Semni und Tobias.